So. Einmal bitte deine Klinge. Du ebenfalls deine Klinge. Hast du hier irgendwas? Nein. Schlecht. Ganz schlecht. Aber ich hoffe mal, dass ich das böse Auge-Dinge machen kann. Weil ich bin ja nicht so der Fan von Fähigkeiten selbst auswählen. So. Haben die sich ja wenigstens schon ein bisschen regeneriert? Ne, hier unten sind ja jetzt die ganzen, die sich regenerieren müssen. Ja, suchen wir das. Genau. So. Dann geht's mal in den Berg hinein. Mit der Truppe hier unten. Unter Führung der zwei Nazguls und Saurons Mund. In Hoffnung, dass sie diesmal nicht sterben. Weil wenn sie sterben, ist das nicht so schön. Jedenfalls habe ich das auch nicht geplant, dass die sterben. Das war eigentlich da, dass jetzt diese Viecher kommen. Weil ich glaube, das habe ich sogar so in Erinnerung, richtig. Aber da wir eine gemischte Einheitentruppe aus Fern- und Sperrträger haben, und die Sperrträger ja gegen diese berittenen Einheiten ja eh ihre Vorteile haben, dürften die uns nicht so besonders viele Probleme machen. So. Jetzt kommen die nächsten. Die Morguls. Aha, eine Fähigkeit. Eine Erklärung zu den Fähigkeiten. Diese Morgul-Klinge. Wenn der Gegner in der Zeit, während die Morgul-Klinge aktiv ist, stirbt, erwacht er als Grabunhold und dient uns. Es ist. Der Grabunhold ist nicht gerade eine schwache Einheit. Wenn ich das nicht falsch in Erinnerung habe. Das kann natürlich auch. Wie gesagt, falsche Erinnerung sein. Jedenfalls muss der Gegner halt, also die Einheit in der Zeit sterben, während die Morgul-Klinge noch den Effekt auf ihn hat. Ist eine komplizierte Angelegenheit. Aber ist ja möglich. Deswegen ist ja nicht so das Problem. Jedenfalls haben wir gleich alles zerstört. Also die Fabriken, also die Schmieden sind jetzt nun hinüber. Da können die nicht mehr ankommen und auch welche Einheiten produzieren. Was ich auch sehr schön finde. Und so langsam werden unsere Helden auch schon der Stufe 10 nahe kommen. Was ebenfalls eine schöne Sache ist. Und hier. Hier geht es in den Hauptbereich. Wir gucken mal, wie die Seiten hier abgesichert sind, mauernmäßig. Mich gar nicht. So. Auch nicht auf der Seite. Das heißt, wenn diese künstliche Intelligenz schlau genug ist, läuft sie außen rum. Genau das, was ich erreichen wollte. So. Jetzt holen wir noch ein bisschen was, was hier diese Leute, die Gebäude zerstören könnte. Bitte auf das Ding gehen. Der Rebor ist eh nicht mehr lange. Vor allem jetzt nicht mehr, wo die Einheiten hier anrücken. So. Der Drache macht mal kurz einen Prozess, was ich sehr schön finde. So. Einmal alle auf dem Erebor. Das wollte ich gerade nicht. Du greifst weiter das Ding an, bitte. Und
Gleich ist es soweit. Der Thron des Erebor ist nun lange nicht dem Erdboden gleichgemacht. Möge alle Welt die Dunkelheit fürchten. Nachdem der Balrog die Zwerge vor langer Zeit aus den Minen Morias getrieben hat, müssen sie nun auch den Erebor verlassen. Nun, das war der Erebor. Nun gehört er uns. So. Und bevor es nach Bruchtal gibt, ich speichere mal kurz Sicherheits ab. Denn ich werde jetzt erstmal das aktuelle Material vom Erebor an meinen Rechner schicken. Es schon in die Verarbeitung bringen. Und dann geht es direkt los. Und wir erobern Bruchtal. Bis später.